Atz, Mille hat einen bösen Verdacht gegen Mo. Ist Mo etwa ein Verbrecher? Mille weiß nicht, was sie von Mo halten soll. Er ist zwar doch nicht so übel, wie sie anfangs gedacht hat, aber es nervt sie, dass er bei der Arbeit immer den Chef raushängen lässt. Und dann kommt es noch dicker, es summieren sich die Hinweise, dass Mo ein Verbrecher ist. Mille erfährt von einem Überfall, was man nicht alles mitbekommt, wenn man beim Telefonieren in der Warteschleife hängt. Mille überfliegt beim Warten auf ihren Gesprächspartner die Zeitung. Dabei bleibt sie an einer Schlagzeile hängen. Unbekannte Verbrecher haben in der Nacht versucht, einen Geldtransporter zu überfallen. Der Fahrer des Wagens konnte die Männer in die Flucht schlagen. Dabei verletzte er einen von ihnen mit einem Messer am Arm. Hat Mo etwas mit dem Überfall zu tun? Die Meldung ist fast schon vergessen, als sie bei Mille wenig später wieder aufploppt. Ihr Chef Mo erscheint verspätet auf der Arbeit. Als er sich die Ärmel hochkrempelt, um die Kaffeemaschine zu bedienen, entdeckt Mille ein großes Pflaster auf seinem Arm. Sofort fällt ihr die Zeitungsmeldung wieder ein. Einer der Täter wurde bei seinem Fluchtversuch am Arm verletzt. Mille wird misstrauisch, woher hat Mo die Wunde? Und warum kommt er so spät ins Büro? Was hat er in der Nacht gemacht? Kurze Zeit später belauscht Mille ein Telefongespräch von Mo. Darin geht es um die Verletzung seines Armes. Und auch um etwas Geheimes, das Mo in der nächsten Nacht vorhat. Da ist sich Mille fast schon sicher, Mo ist einer der Verbrecher, die den Geldtransporter überfallen haben.